Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Park Beyond. Hier haben wir schon unsere zwei ersten kleinen Attraktionen aufgebaut. Einmal haben wir hier unser Piratenschiff und auf der anderen Seite die Krake, die krasser Krake, was es auch mal heißen soll. Was das ist, weiß ich nicht. Das ist die Begeisterung von wem auch immer, keine Ahnung. Unsere Parksauberkeit liegt bei 96% und wir haben ein 92%iges gutes Besuchergefühl. Also die sind sehr glücklich darüber. Über Essen, Trinken, Toiletten und die Energie. Wir gucken uns vielleicht heute schon mal das Impossifizieren an, je nachdem wie viel das kostet. Ich habe nur gehört, dass es das gibt. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich guck's mir dann auf jeden Fall nochmal an. 6.5 hours later. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe mich ja soeben gefragt, was das hier oben ist. Das ist unser Impossification Balken. Wenn das Ding voll ist, kann ich mir was aussuchen, was ich impossifizieren kann. Vielleicht kann ich es auch schon vorher. Ich gucke jetzt einfach mal. Was ist denn... Also. Ah, und wenn das dann voll ist, glaube ich, wird irgendwas einfach ausgewählt und dann... Genau, jetzt habe ich gerade 4 und dann kann ich halt irgendwas impossifizieren, wenn ich das möchte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ui, jetzt habe ich das Ganze verstanden. Also gerade kann ich noch Mitarbeiter... Ich warte jetzt einfach noch ein bisschen, weil gerade kann ich nur Mitarbeiter impossifizieren. Dann werden die so effizient, aber das brauchen wir gerade einfach nicht, weil unser Park noch nicht so groß ist. Ich warte jetzt, bis ich da oben eine 5 habe. Und dann werde ich... Die Krake, glaube ich, impossifizieren. Ich glaube, das ist am coolsten. Ich glaube, ich sollte nochmal ein drittes Fahrgeschäft dran holen, weil gerade machen wir halt dicke Minus. Wir nehmen jetzt hier einfach dieses Pendel. Zack. Ich glaube, das ist das Eingang oder Ausgang. Nee, das ist nicht. Das ist der Eingang. So. Mann, was für eine vercrackte Warteschlange, ehrlich. Oh nein, warte mal. So. Alter, mitten auf dem Weg habe ich jetzt den Eingang da. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Oh mein Gott. Die armen Leute. Nein, jetzt sind da welche gefangen. Schlimm. Warte mal. Bisschen weiter zurück. Hallo. Ach, scheiß auf, das jetzt mitten auf dem Weg ist mir jetzt aber egal. So ist noch alles ein bisschen verbuggt hier, aber egal. $5. Ja, komm, machen wir 6. Stimmt, wir können eigentlich auch mal die anderen Preise ein bisschen anheben. Komm, wir machen jetzt auch mal so 6. $6. Wir machen jetzt auch mal $6. Alles einfach mal auf 6 hoch. Oh, wir haben 5. Okay. Dann wir impossifizieren jetzt die Krake, meiner Meinung nach. Ich würde die ganz gerne jetzt... Oh mein Gott, was ist das denn hier? Okay. Krass. Hey, wie cool. Da mache ich die jetzt aber auch direkt teurer. Oha. Oha. Digga. Ich glaube, das habe ich gerade eingestellt aus Versehen. Das war falsch. Wir machen mal $8. Boah, $8 ist schon krass. Okay, ist $8 den Leuten zu teuer? Wir gucken jetzt einfach mal. Also $8 ist halt schon heavy. Nee, aber die Leute feiern es. Es ist halt jetzt aber auch halt eine animatronische Riesenkranke. Also die Leute sollen auch mal ein bisschen zahlen. Muss die Leute auch mal ein bisschen lächeln. Alter. Ja, Mann. Wir haben eine neue Parkstufe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir gehen jetzt hier direkt hin. Und ich will... Ich brauche eine, die sich einfach rentiert. Wir nehmen jetzt... So, was haben wir hier? Himalaya-Abenteuer. Wir brauchen auch vielleicht ein bisschen was Teenager auch ganz gut finden. Okay, Bumper-Bikerei. Ja, Riesenrad kommt eigentlich immer ganz gut. Ja, auch wenn das Teenager jetzt nicht so gut finden. So, die Frage ist halt jetzt, wo ballern wir das Riesenrad hin? Aber ich glaube, hier wird es ganz cool kommen. So, zack. Bam. Schon geil, so ein Riesenrad. Ist jetzt aber nicht der Ausgang. Obwohl, nee, warte mal. Das ist dumm. Ich will sie verschieben. Hallo, stopp. Warte, renn da. Warte, ich will es mir nur kurz angucken. Rennen die Leute da jetzt einfach rein? Und können sich einfach hinsetzen. Also muss das Ding nicht anhalten. Das ist so ein bisschen meine Frage gerade. Okay, sieht nicht danach aus. Machen wir es mal auf $7. Ich will ja auch Profit mitnehmen. Und dann läuft das. Oha, wir machen gut Profit. Geil. Jetzt will ich einmal gucken, was so über den Park gesagt wird. Wir sind früh nach Hause gegangen, weil es hier nicht genug interessante Attraktionen. Okay, sei leid. Gerade eine ich habe jetzt wirklich eine animatronische Riesenkrake in meinem Park. Mehr geiler Scheiß. Geht nicht. So, wir haben jetzt, wo haben wir hier so Läden und sowas. Shops und Einrichtungen. Kandierter Äpfelshop. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nehmen wir den einfach, würde ich sagen. Okay, der ist sehr groß. Der kommt hier hin. Wir haben schon 2 von den Dingern. Ich werde jetzt auch bald mal ein paar... Ich glaube, ich impossifiziere jetzt mal die Parkmitarbeiter.
Zack. Du wirst impossifiziert. Da haben wir jetzt noch mehr impossifiziert. Das freut die Leute. Das macht die Arbeit der Mitarbeiter effizienter. Finde ich gut. Das war's jetzt aber auch schon mit Folge 2 von Park Beyond. Wir haben heute eine Attraktion und zwei Mitarbeiter von uns impossifiziert. Wir haben jetzt ein Riesenrad, das Sonnenpendel. Wir haben neue Attraktionen freigeschaltet. Und wir haben einen kandierten Apple Store hier unten. Der auch sehr gut ankommt und ja, wird auf jeden Fall interessant. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Schreibt gerne einen Kommentar mit Tipps und Tricks zu Park Beyond und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!